Helene Fischer, gebrochene Träume. Was für ein Stich ins Herz. Der Traum von Helene Fischer, 37 Jahre, ging in Rauch auf. Wird Ex-Liebhaber Florian Silbereisen, 40 Jahre, sie jetzt erwischen? Helene will alles. Zunächst hat sie ihre Karriere von 100 auf 0 reduziert, um mit ihrem Partner Thomas Seitel, 36 Jahre, ein Privatleben zu genießen. Aber genug Unruhe vorerst. Ihr Comeback ist als episches Comeback mit Pauken und Trompete geplant. Ich bin sehr glücklich, sie jubelte wenige Tage vor der Veröffentlichung auf Instagram. Der Song, Vamos Amarte, ein Duett mit dem feurigen Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi, 43, Despacito, sollte wie eine Bombe einschlagen, wollte aber leider nicht wirklich explodieren. Katastrophe, schrecklich, trostloses Lied, plötzlich wehte für Helene ein seltsamer Wind. Viele Fans sind total enttäuscht. Königin geschlagen, erfolgsverwöhnt, muss auch bitter den Mund aufmachen. Hat sie den Überblick verloren, was sie mit ihrem Partner anfangen soll? Wie gut kann dein bester Freund Florian helfen? Der Star hat einfach ein Gespür für vielversprechende Projekte. Er wird ihnen jedoch nicht nur als professioneller Ratgeber, sondern auch als Seelentröster immer zur Seite stehen. Und wer weiß, vielleicht wagt Helene es noch einmal, in ihrer Arbeit wie in ihrer Liebe.